Mit dem Spatenstich für die Cyberfactory in St. Stephan im Lavantal will das BFI Kärnten in Sachen digitale Ausbildung neue Wege gehen. Die Verknüpfung von industrieller Produktion mit Informations- und Kommunikationstechnik macht es notwendig. Eine Cyberfactory ist nichts anderes wie ein kleines Modell, wo man Industrieprozesse nachbilden kann, nachahnen kann, sich dementsprechend damit beschäftigen kann, wo wir Lerninhalte auf den unterschiedlichsten Niveauebenen unseren Teilnehmerinnen anbieten können und das Thema Digitalisierung sehr intensiv behandeln können. 2,5 Millionen Euro investiert das BFI in den Lavantaler Standort. Über der bestehenden Lehrwerkstätte entsteht das digitale Ausbildungszentrum. Wir wollen gemeinsam Lösungen zum Thema Digitalisierung anbieten und wir wollen gemeinsam Mitarbeiterinnen von Betrieben Perspektiven bieten, um von der Ausbildung her am Puls der Zeit zu bleiben. Wie wichtig Weiterbildungsprogramme sind, zeigen die jüngsten Arbeitsmarktdaten. Allgemein sinkt die Arbeitslosigkeit, ältere Langzeitarbeitslose finden aber noch schwerer einen Job. Wenn man diese Gruppe der Langzeitarbeitslosen extra herausnimmt, dann sind doch fast 56% davon Personen über 50 und mehr als der Schnitt, also 42% dieser Personen haben maximal eine Pflichtschulausbildung. Das heißt, wir sehen hier eigentlich auch unseren Handlungsbedarf in der Zukunft. Genau hier setzt das Projekt Cyberfactory an. Nicht nur Schüler, Lehrlinge oder Studenten, dem Arbeitsmarkt insgesamt soll das digitale Ausbildungsangebot zugutekommen. Wir versuchen hier einfach auch in unseren Weiterbildungsmaßnahmen auch die didaktischen Änderungen voranzutreiben, sodass das Thema Lernen keine Bedrohung ist, sondern etwas ist, wo man sagt, damit sichere ich mir auch einen Arbeitsplatz in der Zukunft ab. Bis Ende November soll der Zubau fertig sein. Am Standort stehen dann insgesamt 250 Ausbildungsplätze zur Verfügung.